So, Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Heute reden wir nochmal genauer über das kommende PvP-System. Checkt das Video ab, meine erste Reaktion. Ich war sehr positiv überrascht, was Niantic da zu bieten hat. Aber, ihr wisst, ich bin sehr kritisch und der Einzige hier in Pokémon Go, der Real Talk betreibt. Alle anderen immer schön am gut reden, aber jetzt kommt die, ich kann nicht sagen die Wahrheit, weil das ist nur meine Meinung. Aber jetzt kommt mal eine objektive Meinung von mir. Okay, zuerst mal, wie kämpft man gegeneinander? Ist nicht rundenbasierend, was ich persönlich sehr gut finde, weil es macht überhaupt keinen Sinn, Pokémon Go auf rundenbasierte Kämpfe zu ändern. Wir haben bereits rundenbasierte Kämpfe in den ganz normalen Pokémon Go Spielen auf Game Boy und DS und sowas. Und das ist halt perfekt. Alles andere, alles was Pokémon Go bringen würde in Bezug auf rundenbasierenden Spielen, wäre eine billige Kopie und tausendmal schlechter als das, was die auf dem DS haben. Und das geht richtig ab. Da gibt es Turniere, es wird auf Twitch gestreamt und dies, das. Also das geht richtig krass ab. Das ist richtig perfekt. Ich weiß nicht, ob es perfekt ist, aber es ist auf jeden Fall sehr kompliziert und sehr anspruchsvoll. Und wie gesagt, alles, was Pokémon Go in die Richtung bringen würde, wäre nur eine sehr schlechte, billige Nachmache. Dementsprechend finde ich es gut, dass sie nicht diesen Weg gegangen sind. Vor allem Pokémon Go ist auch nicht so tiefgründig, dass man das nachmachen könnte. Weil da gibt es noch Züchten und die ganzen Wesen und Eigenschaften und verschiedenen Attacken. Das macht halt absolut keinen Sinn bei diesem simplen Spiel von Pokémon Go. Und das wollen die auch gar nicht, weil es eigentlich ein Spiel für Nicht-Süchtige. Es ist halt nur ein Spiel, das man ab und zu eigentlich nur zocken sollte. Casuals. Mir fällt das deutsche Wort leider nicht ein. Dementsprechend sind die Kämpfe in Pokémon Go wahrscheinlich auch ziemlich schnell und simpel. Man kann nicht ausweichen, was Sinn macht, weil sonst würde man einfach nur tippen. Ausweichen, tippen, ausweichen, tippen, ausweichen. Man hat gewonnen, beziehungsweise verloren, wenn alle drei Pokémon tot sind. Da gibt es auch direkt erster Kritikpunkt. Ist okay, ist interessant gemacht. Aber, wenn man sich zum Beispiel jetzt Jurassic World Alive anschaut. Jurassic World Alive hat dasselbe Prinzip. Es ist rundenbasiert, aber drei Dinos. Wer zuerst drei tote Dinos hat, der hat verloren. Aber man hat vier Dinos. Und wenn drei von vier tot sind, dann hat man verloren. Das gibt der vierte Dino. Der fügt so viel Strategie noch hinzu, bei drei Pokémon, wenn drei tot sind, wenn alle tot sind, das hat null Strategie, weil beim vierten kann man noch überlegen, wie man am besten einwechselt und das ist, bei drei ist es vollkommen egal. Selbst wenn du einen auswechselst, irgendwann kommt der eh wieder dran. Also ob er jetzt stirbt oder du den hier einwechselst und dann den und der dann stirbt, ist vollkommen egal. Strategie gleich null. Ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann, also es ist zum Beispiel beim vierten jetzt, wenn man vier hat und drei sterben müssen, dann kann man den dritten bis hier unten, bis er kein KP mehr hat, fast kein KP mehr hat, ausnutzen und dann strategisch auf den vierten wechseln. Aber wenn man nur drei hat und drei sterben müssen, dann ist es vollkommen egal, wann du den auswechselst, weil sterben tut er so oder so. Ansonsten gibt es noch zwei Schutzschilder, zwei pro gesamten Kampf, also nicht zwei pro Pokémon oder so. Die muss man halt strategisch einsetzen. Am besten halt, wenn dein Gegner irgendeine Castellada-Attacke macht. An sich, strategietechnisch kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie relevant sein wird. Du siehst, er macht eine Castellada-Attacke. Du wärst ja halt ab und das war's. Das hat auch Potenzial, aber ich sehe auch da darin nicht so viel Strategie. Dritter Aspekt. Ich weiß nicht, wie viele Aspekte wir haben. Ladattacke. Es gibt eine dritte Ladattacke. Also erstmal für den Kampf an sich ist das interessant. Es gibt dann auf jeden Fall extra Strategie, weil zum Beispiel, keine Ahnung, Akani kann eine Donnerattacke oder Mewtwo, der kann eine Eisstrahl, Flammenwurf und eine Donnerattacke und Psycho und Geist. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und Fokusstoß kann er auch. Zum Beispiel, ihr habt Mewtwo, Gegner kontert mit Despotar, aber ihr könnt Fokusstoß. Fokusstoß, Kampf, zerstört Despotar. Also fürs Kampfsystem an sich sehr interessant und zusätzlich für das Spiel an sich allgemein ist es auch sehr interessant, weil es dann ja einen Grund wieder gibt, die alten Pokémon nochmal zu leveln, nochmal zu powern und ein Anreiz zum Spielen, weil du brauchst wieder Bonbons und Staub, um denen die Attacke beizubringen. Das heißt für mich zum Beispiel wieder jetzt wieder Motivation, irgendein bestimmtes Pokémon zu farmen, um die Bonbons zu haben, um ihm dann die Attacke beibringen zu können. Rein theoretisch, aber an sich habe ich ja Sonderbonbons oder so, aber rein theoretisch. Schon mal wieder ein kleiner Anreiz zum Zocken, was immer gut ist. Auf jeden Fall sehr interessant, auch metatechnisch. Pokémon, die jetzt nicht so interessant waren bisher, könnten interessant werden, weil sie
verrückte Typattacken haben und dadurch im Kampf vielseitiger sind, mehr Nutzen haben, mehr Einsatz haben, den Gegner überraschen könnten. Also an sich ganz gut, bisschen Strategie, gefällt mir. Noch zum Kampfsystem. Normalerweise erhält man Schaden und dieser Schaden wird umgewandelt für den Ladebalken. Das ist jetzt beim PvP-System nicht so. Und wenn man zwei Ladeattacken hat, sagen wir eine, die 50 kostet und eine, die 100 kostet, und man die 50 aktiviert, rein theoretisch denkt man, man hätte noch 100 übrig. Aber die zweite Ladeattacke hat dann nicht 50 von 100, wo dann nur 50 verbraucht werden, sondern Ladeattacke wird einfach verbraucht. Das heißt, die andere ist dann auch leer. Könnte vielleicht noch geändert werden, aber das ist nur so ein Hinweis für euch. Da gibt es so einen super Bonus, wo man, wenn ich es richtig verstanden habe, 3 Sekunden Zeit hat, um richtig abzugehen und richtig hart drauf zu tippen. Und dann macht es ein bisschen mehr Schaden. Anscheinend so 1,2 Multiplikator. Und der Typenbonus, also Typen, sollen sehr relevant sein in diesem Kampfsystem. Noch kleiner strategischer Faktor. Wenn ein Pokémon den Ladebalken geladen hat, egal wie viel, und du dann auswechselst, dann verliert er das nicht. Das wird sich gemerkt und wenn der zurückkommt, dann hat er wieder so viel, wie er da hatte. Dann, nächster Punkt. Die Belohnungen. Was gibt's? Wissen wir nicht so genau. Aber es soll auch Sinnoh-Steine geben. Und Sinnoh-Steine sind der größte Anreiz. Momentan noch. Aber ich kann euch garantieren, in weniger Zeit, weil man kann pro Tag 3 Belohnungen erhalten durch Arena-Kämpfe und eine durch Trainieren. Trainieren, da kannst du gegen die 3 Teamleiter kämpfen. Spark, Candela und Blanche. Das ist dann gegen den PC sozusagen. Du kannst öfters trainieren und dann deine Trainiermedaille voll machen. Die ist ja verloren gegangen, als das Arena-System sich gewechselt hat und Trainieren gestrichen wurde. Jetzt habt ihr wieder die Chance. Aber einmal pro Tag gibt es halt eine Belohnung von denen. Und wie gesagt, 3-mal am Tag für PvP-Kämpfe. Abhängig davon, wie oft oder wie selten die sind, die Sinnoh-Steine, kann es ja sein, dass man jeden Tag einen bekommt. Wahrscheinlich nicht, ist ein bisschen übertrieben, aber kann sein. Und dann hat man relativ schnell alle Entwicklungen und das ist ja eigentlich das Ziel. Also maximal will man ja von jedem Pokémon 3 sein 100er oder sein Bestes entwickeln, sein Shiny und sein Lucky. Und ich kann euch garantieren, nach einer gewissen Zeit, und ich denke, das wird nicht allzu lange dauern, sind Sinnoh-Steine als Belohnung uninteressant. Gegen wen kann man kämpfen? Gegen jeden vor Ort. Da gibt es dann so einen Trainercode, so einen Barcode, den kann man einscannen. Und anscheinend soll es nicht funktionieren, wenn du den abfotografierst. Das heißt, du kannst nur vor Ort einscannen und dann gegen den Typen kämpfen. Ansonsten könnte man den online posten und dann online kämpfen, aber anscheinend, ich kenne mich da nicht aus, soll das so nicht funktionieren. Und dann kannst du mit Hyper und besten Freunden kämpfen, egal wie weit weg die sind. Also gut ist auf jeden Fall, dass du gegen die kämpfen kannst, egal wie weit weg die sind. Schlecht ist halt, dass man dadurch nicht gegen jeden kämpfen kann. Zum Beispiel ist es schwer oder eigentlich unmöglich, Online-Turniere auszutragen. Mal schauen, ob das System überhaupt dafür ausgelegt ist, aber rein theoretisch. Kann ich jetzt nicht online einen Zuschauer, Hong, Super Special, Saftig Turnier veranstalten? Es sei denn, wir machen das vor Ort live. Es werden bestimmt irgendwie Live-Turniere veranstaltet werden. Darauf bin ich auch sehr gespannt, wie die Szene sich da entwickeln wird. Wie gesagt, hängt alles vom System ab, ob das überhaupt Sinn macht. Aber könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, so Turniere, da wäre ich auf jeden Fall am Start dafür und wäre halt dann ein krasser, komplett neuer Aspekt in Pokémon Go. Naja, kannst gegen Leute, die ganz weit weg sind, kämpfen, wenn die beste Freunde oder Hyperfreunde sind. Ich frage mich, wie die Verbindung dann ist. Ich meine, wenn man vor einer Arena steht, an einer Arena steht und ausweichen will, deswegen gibt es wahrscheinlich kein Ausweichen bei PvP-Kämpfen, aber wenn man ausweichen will, dann gibt es den Ausweich-Bug, weil die Verbindung so schlecht zum Server ist oder was weiß ich. Dann frage ich mich, wie das sein soll, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen einen Kollegen, ich habe keinen Kollegen in Neuseeland kämpfen will, aber falls ich einen hätte und wir beste Freunde wären und gegeneinander online kämpfen wollen, wie schlecht da die Verbindung dann ist. Weil wenn die das bei Arenen nicht mal hinbekommen, wie soll es dann über mehrere tausend Kilometer funktionieren? Letzter Punkt, die Ligen. Jeder denkt sich, boah krass, 3 Ligen, man muss sich jetzt voll überlegen, das Meta wird geändert. Welche Pokémon brauche ich jetzt für Liga 1 und 2? Ich kann nicht mehr alles auf Max pushen. Ganz ehrlich, das wird, glaube ich, überhaupt nicht so kommen. Momentan fehlt noch der Anreiz, um eine gewisse Liga zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig erklären kann. Wieso sollte ich jetzt in Liga 1 bis 1500 zocken? Es sei denn, Niantic hat irgendwie, zum Beispiel, es kommen neue Medaillen. Wahrscheinlich irgendwie so PvP-Medaille. Sagen wir, es gibt für jede einzelne eine Medaille. Das heißt, ich bräuchte in jeder Liga so und so viele Kämpfe. Dann macht es Sinn, dass ich auch in Liga 1 und 2 kämpfe. Aber
ohne sowas, ohne einen Anreiz, gibt es keinen Grund für mich, in Liga 1 oder 2 zu zocken. Ich gehe einfach mit meinem Max-Pokémon in Liga 3. Versteht ihr, was ich meine? Meiner Meinung nach sind die verschiedenen Ligen einfach nur da, damit Level 5 Spieler nicht auf Level 40 Spieler treffen. Offensichtlich muss da eine Unterscheidung gemacht werden. Also, ich glaube, das ist eher eine Unterteilung für die Level der Spieler, anstatt für mehr Strategie. Leute denken dann jetzt, boah, ich muss voll strategisch sein. Was ist das beste Team, was maximal 1500 CP hat? Oder WP? Aber Digga, wozu? Weißt du noch, gibt's keinen Grund dafür. Geh einfach mit deinem Team rein, deinen krassen Pokémon, die du jetzt schon hast. Also ich rede jetzt an die aktiven Spieler mit ihren Max-Pokémon. Weil noch gibt's einfach keinen Grund, wieso ich mir die Mühe machen soll, ein 1500 WP-Team zu machen oder 2500 und da dann in die Liga zu gehen. Das macht Sinn für einen Level 25 Spieler, dessen Pokémon nicht weiter gehen als 2,5. Wisst ihr, was ich meine? Der geht dann halt in die zweite Liga mit seinem Team. Und dadurch trifft er halt auch nicht auf die ganzen überklassen, kranken Level 40 Spieler mit ihren ganzen Max-Pokémon. Also meine Meinung, das Ligasystem ist nicht dazu da, um strategisch verschiedene Ligen und verschiedene Teams aufzubauen. Und das wäre eigentlich ziemlich geil, weil dann müsste man nicht immer alles maxen. Und wenn man fängt, Pokémon fängt oder so, achtet man auch auf WP. Und das gab es damals. Geschichte kommt noch dazu im Video, beim alten Arena-System. Du hast Pokémon in die Arena gestellt, sagen wir 3000 Garados. Wenn du jetzt dagegen gekämpft hast, also trainiert hast, hast du Prestigepunkte bekommen. Abhängig davon, wie schwach dein Pokémon ist, hast du mehr Prestigepunkte bekommen. Sprich zum Beispiel, ein Pokémon, das schwächer ist als 3000, hast du 500 Prestigepunkte bekommen. Aber wenn du mit einem Pokémon gekämpft hast, trainiert hast, das zum Beispiel die Hälfte nur hatte, also 1500, dann hast du sogar 1000 Prestigepunkte bekommen. Und dann hast du beim Fangen und Entwickeln darauf geachtet, hey, yo, ich brauche ein Pokémon mit 1500. Das hat das Spiel schon geändert. Aber wie gesagt, in diesem Fall glaube ich nicht, dass wir in diese Arena wollen, in diese Liga mit 1500. Ich hoffe, ich konnte meinen Punkt klar ausdrücken. Bin mir nicht ganz so sicher, ob der Punkt rüberkam. Aber vielleicht hat Niantic sich ja auch was überlegt und es macht Sinn. Und es gibt einen Anreiz, auch in der untersten Liga zu zocken. Aber wie gesagt, ich glaube, momentan ist es nur eine Limitierung für die Spieler und deren Max-WP-Pokémon. Abschließendes Fazit. Es ist neu, es wird geil sein. Ich bin aber besorgt, wie lange der Faktor, der Neuheitsfaktor und das Interesse bestehen wird. Wenn das System gut genug ist, um Turniere oder sowas zu veranstalten, dann wird es eine Weile andauern. Wenn nicht, wenn man nur jeden Tag seine 3 Kämpfe machen will und einen Kampf gegen den Teamleiter, also nur seine 4 Kämpfe und Belohnungen schnell abholen will und dann nichts mehr damit zu tun haben will, dann wird es sehr, sehr schnell ausgelutscht. So wie das alte Arena-System, da hatte man echt Bock, eine Menge Zeit zu investieren. Jetzt ist einfach nur so schnell seine 50 Münzen rausholen und mehr will man gar nicht mit den Arenen machen. Außer Leute, die auf Gold bringen wollen. Ich bin gespannt, in welche Richtung wir gehen. Es gibt eine gute Richtung, eine schlechte Richtung. Mal schauen. Aber das war's von mir, Leute. Meine Meinung zum PvP-System. Eine Menge gute Sachen, eine Menge schlechte Sachen, eine Menge Potenzial. Wie gesagt, wir werden sehen, was sich daraus machen lässt. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.